jetzt hier in der Kirche zu diesem festlichen Firmgottesdienst versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Die Eröffnung hat unser Firmspender Oliver Merkelbach gemacht, Caritas-Direktor in unserer Diözese und wie letztes Jahr noch einmal bei uns hier. Es ist so, dass wir einen Gottesdienst haben, wenn Sie in die Bank reinschauen und sagen, da wäre doch noch Platz gewesen. Das Problem ist, wir müssen ja unsere Hygieneabstände einhalten und deshalb diese geringere Personenzahl. Aber dennoch haben wir ja weltweit unseren Gottesdienst mit ins Internet gestellt und deshalb begrüße ich zumindest von dieser Seite her auch die, die an den Bildschirmen zu Hause den Gottesdienst mitverfolgen. Wenn wir sie auch nicht sehen, nicht hören, so sind sie doch in Gedanken mit den Firmlingen auch dabei. Aber die Firmlinge selber möchten ja auch etwas dazu zu sagen. Und da bitte ich jetzt Mathis, Lisa und Leni nach vorne zu kommen. Liebe Gemeinde, wir begrüßen euch ganz herzlich, allen ganz herzlich zu unserem Firmgottesdienst. Seit Oktober letzten Jahres bereiten wir uns auf unsere Firmung vor. Wir begrüßen ganz herzlich unseren Firmspender, Herrn Oliver Merkelbach, unseren Pfarrer Markus Schönfeld, unsere Firmpatinnen und Firmpaten und Verwandten und Freunde und alle, die zu Hause vor dem Bildschirm mit uns feiern. Herzlich begrüßen wir auch Frau Schlüpf, Frau Hüttner und unsere Gruppenleiterinnen, die uns auf unseren heutigen Firmtag vorbereitet haben. Nun freuen wir uns, den Firmgottesdienst gemeinsam mit euch zu feiern. Vielen Dank, ihr dürft wieder an eure Plätze. Und was dazugehört, wenn wir uns versammeln, dabei sein wollen, ist es, Gott in unsere Nähe zu rufen. Und das tun wir, indem wir ihn im Kyrie um seine liebende und stärkende Gegenwart bitten. Dazu bitte ich Lara, Maja und Raphael nach vorne. Herr Jesus Christus, du schenkst uns Kraft, schwierige Zeiten, wie zum Beispiel diese Zeit der Corona-Pandemie, zu meistern. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du schenkst uns Wegbegleiter, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du zeigst uns Wege aus Problemen und bist ein Wegweiser bei wichtigen Entscheidungen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Von uns alles, was uns hindert, mit dem Herzen jetzt ganz bei ihm zu sein. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So lasst uns beten. Gütiger Gott, wir bitten dich, erfülle an uns, was du uns versprochen hast. Dein Heiliger Geist komme auf uns herab und mache uns vor der Welt zu Zeuginnen und Zeugen für das Evangelium deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. Sie dürfen Platz nehmen. Luca, die Lesung. Luca. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt.
Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen. Dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln. Einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft. Einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheit zu heilen. Einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken. Einem anderen poetische Reden. Einem anderen die Fähigkeit, Geister zu unterscheiden. Wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenreden. Einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und dasselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Sein dürfte, auch jetzt wieder da zu sein. Im letzten Oktober haben wir uns vielleicht manche geahnt, aber insgesamt noch nicht vorstellen können, nachdem wir den ersten Lockdown geschafft haben, dass der zweite Lockdown noch viel heftiger und viel länger dann hat werden sollen. Ich denke, jetzt, ein Jahr später, schauen wir deutlich entspannter auf den vor uns liegenden Herbst und Winter. Mein Name Oliver Merkelbach, Diözesan Caritas Direktor, und mir ist in unserer Diözese der besondere Blick auf die Caritas, ja, übertragen von unserem Bischof,
Wir als Christinnen und Christen, als Kirchengemeinden, sind ja aufgerufen, unseren Glauben zu verkünden, in der Predigt beispielsweise, bei der Firmkatechese, den Glauben zu feiern im Gottesdienst und, ganz wichtig, manchmal wird es vergessen, den Glauben auch zu leben. Und nichts anderes heißt Caritas, Nächstenliebe, den Blick vor allem auf den Menschen, der in Not ist, zu richten. Und das ist uns allen aufgetragen, aber in unserer Diözese sind es auch 37.000 Frauen und Männer, die dies zu ihrem Beruf gemacht haben, in den karitativen Einrichtungen und Diensten. 37.000 Hauptberufliche und mindestens genauso viel Ehrenamtliche, die hier mitwirken. Ich als Caritas-Direktor darf hier schauen, dass das ja gut abgestimmt läuft, in der Altenhilfe, in der Jugend- und Familienhilfe, in der Behindertenhilfe, in den Krankenhäusern, die es auch in unserer Diözese in katholischer Trägerschaft gibt. Und das lasse ich mir immer nicht entgehen, diese Chance. Ich schaue jetzt vor allen Dingen auf unsere Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, die heute hier sind. Ihr seid ja jetzt in einem Alter, wo ihr euch auch überlegt, was ihr vielleicht mal beruflich machen könnt. Vielleicht wird der eine oder die andere von euch sich für einen Beruf im sozialen Bereich entscheiden. Ob das jetzt bei der Caritas, bei der Diakonie, beim Roten Kreuz oder in den bei unseren Kommunen ist, das ist zweitrangig. Aber ich denke, es ist wichtig, dass Frauen und Männer auch in Zukunft in diesem Bereich tätig sind. Und ich denke, das habt ihr alle selbst schon mal gemerkt, für andere Menschen da zu sein, sie zu unterstützen, das ist etwas Großartiges. Man bekommt auch ganz viel zurück, das ist etwas, was Sinn macht. Wie viele Menschen sind heute in Berufen tätig, wenn man die fragt, bist du denn zufrieden mit dem, was du machst? Ja, ist es für dich auch sinnstiftend, dann werden die manchmal ganz ruhig. Für andere Menschen da zu sein, vor allem wenn sie unserer Hilfe bedürfen, wenn sie in Notsituationen sind, das macht Sinn. Und so gehören die Menschen, die in sozialen Diensten tätig sind, nicht zu den allerobersten Spitzenverdienern bei uns in Deutschland, aber zu den obersten Sinnträgern. Das ist wichtig und gut und ja, deshalb meine Aufforderung, auch diesen großen Bereich mit im Blick zu haben. Das war jetzt der kleine Werbeblock, den ich immer bei jeder Firmung für soziale Berufe mache. Deshalb bin ich diözesan Caritas-Direktor. Jetzt komme ich aber zu eurer Firmung. Und da richte ich mich vor allem an die Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber. Heute dieser Tag, und ich bin ganz beeindruckt, seit Oktober letzten Jahres, also seitdem, als ich da war, kurz danach hat bereits eure Vorbereitung begonnen auf diesen Firmtag heute, dieses Sakrament, das ich euch heute im Auftrag des Bischofs und im Namen Gottes spenden darf. Firmung, das ist ein großartiges Versprechen. Ein großartiges Versprechen, das euch heute gegeben wird. Firmung heißt ja Bestärkung, Bekräftigung, ein Versprechen, das heute nochmal bestärkt und bekräftigt werden soll, denn eigentlich habt ihr es schon mit eurer Taufe bekommen. Und das ist das Besondere heute, auf das ihr heute antworten dürft. An der Schwelle zum Erwachsenwerden seid ihr heute gefragt, auf dieses Versprechen zu antworten. Wie lautet das Versprechen? Das Besondere an diesem Versprechen ist, dass Gott es ist, der euch dieses Versprechen gibt. Und um diese Zusage Gottes zu verstehen, muss man nicht Theologie studiert haben, muss man keine dicken Bücher gelesen haben. Dieses Versprechen Gottes ist ganz einfach. Gott sagt zu einem jedem Einzelnen, zu einer jeden Einzelnen von euch, du, ich sage jetzt mal ein paar Beispielnamen, Tobias oder Marco, du, Katharina oder Isabel, du bist mir ganz, ganz arg wichtig. Ich habe dich ganz arg lieb. Ich stehe zu dir dein ganzes Leben lang, egal was auch geschehen mag auf deinem Lebensweg. Ob da, und das gehört bei uns Menschen dazu, vielleicht mal ein Umweg, ein Irrweg mit dabei ist. Ob du vielleicht für eine gewisse Zeit deines Lebens
mal gar nichts mehr von mir, Gott, wissen möchtest. Egal, was passiert, ich stehe an deiner Seite. Ich lass dich niemals im Stich. Du bist einer meiner besten und genialsten Ideen. Ich stehe dir zur Seite und darauf kannst du dich hundertprozentig verlassen. Eine großartige Zusage, ein großartiger Schatz, der sich ganz fest mit eurem Herzen verbinden soll, heute an diesem Firmtag. Eine Zusage Gottes, auf die ihr immer wieder zurückgreifen könnt, vor allem, wenn vielleicht mal dunkle Wolken in eurem Leben aufziehen, wenn ihr vielleicht mal in einer gewissen Situation eures Lebens ganz alleine dasteht. Und das mag ja mal kommen, eure Eltern vielleicht weit weg oder dass sie gar nicht mehr da sind, Freunde, die nicht zur Verfügung stehen. Gerade in solchen Situationen besinnt euch immer wieder darauf, dass Gott euch lieb habt, dass er euch nie im Stich lässt und immer da ist. Und selbst wenn ihr mal nach einer gewissen Zeit, wo Gott euch vielleicht nichts mehr bedeutet hat, zu ihm zurückkehrt, er wird euch immer wieder mit offenen Armen empfangen. Ein Schatz in eurem Herzen, eine Zusage, die ein ganzes Leben lang gilt. Und jetzt der zweite Teil meiner Ansprache. So lang wird sie gar nicht heute. Soll ja auch nicht so lange sein. Grundsätzlich nicht so lange. Ihr, und das ist das Besondere jetzt heute, ihr werdet heute auf diese Zusage, auf dieses Versprechen Gottes antworten. Ich habe vorhin schon von eurer Taufe gesprochen. Eigentlich hat Gott euch diese Zusage schon bei eurer Taufe gegeben. Damals, wie lange wird es jetzt her sein? 14, 15, 16 Jahre? Damals seid ihr noch ganz klein gewesen, habt gar nicht antworten können. Damals haben dies eure Eltern und eure Paten stellvertretend für euch getan. Und eure Eltern, eure Paten sind ja heute hier, entweder in der Kirche oder zu Hause an den Bildschirmen. Sie haben damals gesagt, mir ist wichtig, dass mein Kind mit Gott aufwächst, dass er diesen Glauben kennenlernt. Deshalb bringe ich mein Kind zur Taufe. So lange ist es noch gar nicht her. Ich glaube, für Sie, wenn man so dran denkt, könnte es fast gestern gewesen sein, wo Sie Ihren Sohn, Ihre Tochter zur Taufe gebracht haben. Wie schnell ist die Zeit vergangen? Und jetzt sind Ihre Kinder ja schon fast bald erwachsene Menschen. Und heute selbst gefragt, das, was damals eure Eltern und eure Paten stellvertretend für euch getan haben, das ist nun heute eure Aufgabe. Selbstbewusst und selbstständig sollt ihr euch heute zu eurem christlichen Glauben bekennen. Deshalb seid ihr hier, sonst könnte man sich das alles sparen. Ihr seid ja gefragt worden, wollt ihr das Firmsakrament? Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie es hieß, hier in Mutlangen, in Wetzgau, Rehnenhof heißt es, bei mir, ich war ja lang Pfarrer gewesen im Ludwigsburger Raum, bei mir sind von denen, die bei der Erstkommunion waren, vielleicht die Hälfte noch bei der Firmenvorbereitung gewesen. Hier sind sicher mehr. Ein bisschen mehr, aber auch nicht 100%. Viele haben gesagt, nö, Firmung brauche ich nicht mehr. Ihr seid heute hier, weil ihr euch zu Gott bekennen wollt. Ja, Gott, du bist mir wichtig. Ja, Gott, ich hab dich lieb. Du bist mir nicht egal. Ich möchte mit dir durch dieses Leben gehen, weil du mir wichtig bist. Und dazu selbstbewusst zu stehen, nachher werde ich euch fragen, wie das sagt ihr dem Bösen. Glaubt ihr an Gott, an Jesus Christus, an den Heiligen Geist? Dann werdet ihr selbstständig antworten und sich zu diesem Glauben zu bekennen, auch in anderen Situationen, ist ja gar nicht so einfach. Vielleicht ist es euch schon so gegangen in heutiger Zeit, wenn man jemand anderem sagt, du, ich glaube an Gott, ich gehe manchmal auch in die Kirche, dann erntet man manchmal ein Lächeln, vielleicht auch ein Kopfschütteln. In solchen Situationen dann eben nicht die Klappe halten, wie es heute leider viele tun bei wichtigen Fragen, sondern in so einer Situation dann zu sagen, du, wenn dir Gott nichts bedeutet, dann akzeptiere ich das,
toleriere ich das. Genauso erwarte ich aber von dir auch zu akzeptieren, dass mir mein Glaube an Gott wichtig ist. Mir bedeutet Gott etwas. Und ich glaube, wenn man da mit jemandem im Gespräch kommt und es eigentlich eine Freundschaft ist, dann kann man von einem Freund und einer Freundin erwarten, dass sie das dann auch akzeptieren. Heute dürft ihr selbstbewusst und selbstständig Ja sagen. Heute ist ein Schmetterling unterwegs, das ist ja schön. Dürft ihr selbstständig und selbstbewusst Ja sagen zu diesem Glauben. Und so gratuliere ich euch zu dieser Entscheidung. Dieser Schatz in eurem Herzen, ja, bewahrt ihn gut. Und dass dieser Schatz lebendig bleibt, diese Zusage Gottes, dazu gebe ich euch zum Abschluss jetzt noch ein paar Tipps. Denn bei dieser Beziehung mit Gott ist es wie bei jeder menschlichen Beziehung, bei jeder Freundschaft, bei der Ehe beispielsweise, wenn man sie für selbstverständlich nimmt und sich nie darum kümmert, sich keine Zeit nimmt für diese Beziehung, dann geht sie irgendwann mal, verödet sie. Dann ist sie irgendwann mal ja praktisch nicht mehr existent. So auch bei der Beziehung mit Gott. Sich immer wieder Zeit dafür nehmen, mit Gott in Verbindung treten. Das sind zum Beispiel gute und tiefgehende Gespräche mit anderen Menschen, mit einer Freundin, einem Freund. Ja, ein gutes Buch, ein guter Film, vielleicht auch die Heilige Schrift. Manchmal die ganz kleinen Zeichen, die uns immer wieder an unsere Beziehung mit Gott erinnern. Jetzt, als wenn man reingekommen ist, das Kreuzzeichen, als ihr in die Kirche gekommen seid zu Beginn des Gottesdienstes. Ich mache jeden Morgen, wenn ich aufstehe, mache ich das Kreuzzeichen. Ich gebe zu, manchmal denke ich nichts groß dabei, aber ganz, ganz, ganz oft ist so ein kleines Zeichen für mich, ja, der Impuls, kurz mit Gott Verbindung aufzunehmen und ihn vielleicht zu bitten, dass er mich gut durch diesen Tag begleitet. Manchmal sind es ja schwierige Dinge, die einen erwarten, bei euch Klassenarbeiten vielleicht. Bei mir sind es manchmal Gespräche, wo ich denke, oh, hoffentlich geht das gut. Manchmal dann auch Gespräche mit dem Generalvikar, wo ich Geld von ihm will. Ja, in so Situationen, für Caritas natürlich nicht für mich, in so Situationen einfach das, ja, Gott dann auch anzuvertrauen, dass es gut klappen möge, was wir uns vorgenommen haben. Und das Letzte, was ich euch noch mitgeben möchte, ist das Gebet. Wenigstens einmal am Tag sich kurz Zeit nehmen für das Gebet. Und wie bei so vielen Dingen ist es am besten, wenn man da einen festen Zeitpunkt hat. Ich nehme mir, habe natürlich meine priesterlichen Gebete, die ich immer mache, jeden Tag, morgens, abends. Dann aber, wenn ich ins Bett gehe und da kann es noch so spät werden, nehme ich mir immer noch kurz Zeit für ein Gebet. Und wenn jetzt der eine oder die andere von euch sagt, oh je, der Herr Merkelbach hat ja eine Ahnung, wenn ich abends ins Bett gehe, da bin ich so müde, da habe ich keine Zeit mehr fürs Gebet. Dann frage ich immer, um was geht's denn beim Beten? Geht's darum, dass ich irgendwelche lange auswendig gelernten Litaneien runterbete? Wenige kurze Gedanken, wenige kurze Sätze, die aus dem Herzen kommen, sind viel wichtiger als Gott weiß, was auswendig gelernt ist. Das ist auch manchmal wichtig, dass man auch, gerade wenn man sprachlos ist, auch vielleicht das Vaterunser und manche wichtigen Gebete auswendig kann. Guter Gott, danke für den Tag heute, für alles, was du mir geschenkt hast. Ja, ich habe mich heute mit meiner Freundin, meinem Freund gestritten, habe selbst angefangen. Bitte verzeih mir, vielleicht habe ich morgen den Mut, mich bei ihr zu entschuldigen. So beschütz mich jetzt und meine Lieben in dieser Nacht. Amen. Ihr habt es gemerkt, das waren keine 20 Sekunden. Es geht ja auch nicht um die Zeit. Wichtig ist, aus dem Herzen. Das möchte ich euch mitgeben. Bewahrt diesen Schatz, diese Zusage Gottes in eurem Herzen, dass sie lebendig bleibt, dass sie euch durch dieses Leben trägt. Dafür wünsche ich euch alles Gute. Gottes treue Begleitung, die habt ihr. Und nochmal herzliche Gratulation, dass ihr euch für dieses Sakrament entschieden habt.
Euer selbstständige, selbstbewusste Zusage zu Gott. Und ich möchte jetzt zunächst alle Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber bitten, sich zu erheben. Nur jene, die nachher gefirmt werden. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr auf die vier Fragen, ihr habt es gestern ja auch noch mal mit Pfarrer Schönfeld geübt, auf diese Fragen so antwortet, dass wir euch alle hören. Euer Bekenntnis zu unserem christlichen Glauben. Und so frage ich euch, widersagt ihr dem Bösen und all seiner Verführung? Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstanden und zur Rechten Gottes des Vaters sitzt? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Das ist unser christlicher Glaube, zu dem ihr euch hörbar jetzt bekannt habt. Dafür danke ich euch und ich denke, das hat einen Applaus verdient. Dankeschön. Die Spendung der Firmung besteht aus drei wichtigen Teilen: dem Gebet, der Handauflegung und der Salbung mit dem heiligen Chrisam. Und zu dem Gebet, mit dem wir jetzt beginnen wollen, darf ich alle bitten, sich zu erheben. So lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er den Heiligen Geist herabsende auf diese jungen Christinnen und Christen, die in der Taufe wiedergeboren sind zum ewigen Leben. Der Heilige Geist stärke sie durch die Fülle seiner Gaben und mache sie durch seine Salbung Christus, dem Sohne Gottes, ähnlich. Wir wollen zunächst jetzt in einer kurzen Stille ein jeder für seinen Firmenbewerber, für seine Firmenbewerberin beten. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese jungen Menschen in der Taufe von der Schuld Adams befreit. Du hast ihnen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. So bitten wir dich, Herr, sende ihnen deinen Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Sie dürfen wieder Platz nehmen und die erste Gruppe darf nach vorne kommen.
ein ganz von Geist durchwehtes Musikstück. Und wir gehen weiter, und so wie wir jetzt für die Firmlinge den Geist empfangen haben, der aber auch noch manchmal wirken muss, das braucht manchmal seine Zeit, dürfen wir jetzt Gott auch bitten. Und ich bitte für die Fürbitten, nach vorne zu kommen, Lauren, Jorina, Marius, Nico, Niklas, Dix, Xenia. Alle haben eine Fürbitte. Und zu den Fürbitten dürfen Sie aufstehen, wenn Sie wollen. Ja, Gott, unser Vater, im Geist schenkst du uns immer wieder neu die Möglichkeit, uns zu öffnen zu dir, auf dich hin. So bitten wir. Wir bitten für alle kranken Menschen, dass sie schnell gesund werden und gestärkt wieder zurück in ihr Leben finden. Wir bitten dich, Herr, hör uns. Wir bitten für alle Betroffenen von Naturkatastrophen, dass sie schnell wieder auf eigenen Beinen stehen können und diese Notsituation nicht als Strafe Gottes wahrnehmen. Wir bitten dich, Herr, hör uns. Wir bitten für alle Menschen, die an ihrem Glauben zweifeln, dass sie wieder auf den rechten Weg finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Verfolgten, lass sie in deinem Reich Zuflucht finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Firmenpaten und Patinnen, dass sie uns unterstützen, uns auf unserem weiteren Weg begleiten und uns den Rücken stärken. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für unsere Firmenbegleiterinnen, die uns auf unserem Weg begleitet haben, lass auch sie deine Nähe spüren. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, dass du in unserem weiteren Leben bei uns bist. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, mit der Firmung willst du uns stärken und ein Leben lang treu begleiten. In deiner Gegenwart erfahren wir immer wieder Glück und Zuspruch, dir sei Lob und Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Sie dürfen Platz nehmen. Guter Gott, dein Sohn hat uns in seinem Erlösungswerk den Heiligen Geist geschenkt. Wir bitten dich, nimm die Gebete und Gaben der Neugefirmten an, denen der Geist das Bild deines Sohnes tief eingeprägt hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit, es ist würdig und recht, dir, Vater, allmächtiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat das Werk der Erlösung vollbracht. Er ist aufgefahren über alle Himmel und hat den Heiligen Geist ausgegossen über alle, die du zu deinen Kindern erwählt hast. So preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig bist du, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. So bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm Jesus das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, haben wir uns hier versammelt und feiern miteinander diesen Gottesdienst. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Gebhard und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, Ministrantinnen und Ministranten, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch jener, die heute in der Taufe zum neuen Leben geboren und von dir in dieser Feier mit der Gabe des Heiligen Geistes gestärkt wurden. Und bewahre ihnen das Geschenk deiner Gnade. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird.
in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, dem heiligen Koloman, dem heiligen Georg und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns nun miteinander und füreinander das Gebet sprechen, das Jesus uns zu beten aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gnade, die Stärke, die Freude, die Barmherzigkeit und der Frieden unseres Herrn Jesus Christus seien allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Geben wir ein Zeichen dieses Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Schaut Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Freut euch alle im Herrn, ihr habt Anteil am Heiligen Geist empfangen. Für die Kommunionsspendung bitte ich, so wie wir es gestern geprobt haben, Xenia und Maxim, kommt ihr bitte nach vorne, um hier um den Altar herum noch Aufstellung zu nehmen. Bitte jetzt. Währenddessen werden Elisabeth Hüttner, ich und Susanne Schlipp in den Bankreihen umhergehen. Bitte bleiben Sie einfach an den Plätzen. Wer die Kommunion empfangen möchte, bitte stehen bleiben. Wer sie nicht empfangen möchte, darf auch gern hinsitzen. Und wer den Segen aber trotzdem gerne haben möchte, macht ein Kreuz und dann weiß ich, wir möchten den Segen empfangen. Vielen Dank. Und du darfst jetzt bei den Firmen, ja. Thank you.
jetzt noch bitten, Carlotta, Marvin und Natalia nach vorne zu kommen als Dank. Was, den Namen hast du nicht gehört? Dann, halt, stopp. Jetzt, Christiane, Selina und Magnus. Das ist erst für den nächsten Gottesdienst. Man kann mal durcheinander kommen. Für die heutige Firmung und im Jahr Vorbereitung auf den heutigen Tag möchten wir Danke sagen. Zuerst möchten wir uns bei Ihnen, Herr Merkelbach, ganz herzlich bedanken, dass Sie heute gekommen sind und wir von Ihnen das Firmsakrament empfangen durften. Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei Pfarrer Schönfeld, dass er uns dieses Jahr begleitet hat und bei unseren Terminen immer anwesend war. Beim Firmenvorbereitungsteam für die Organisation und Vorbereitung auch in den schweren Zeiten und bei allen anderen, die zum Gelingen dieses schönen Festtages beigetragen haben. Ein besonderer Dank geht auch an unsere Eltern, die uns taufen haben lassen und uns zur Seite stehen, unsere Firmenpaten, die durch die Handauflegung uns Kraft für unseren Weg geben wollen. In besonderer Weise möchten wir aber auch den Begleiterinnen danken. Vielen Dank, ihr dürft an eure Plätze und ich bitte jetzt einfach Frau Weiß, Frau Overloch, Frau Hieber, Frau Funk, Frau Siegfried, Frau Barth und Frau Hägele-Müller nach vorne zu kommen. Ohne Ihnen und Euch wäre es gar nicht möglich gewesen, in einer solchen Zeit, es ist ja schon angeklungen, in einer Corona-Zeit, Gruppenstunden abzuhalten, immer nachzufragen, wann dürfen wir uns denn treffen. Lange Zeit ging es nicht, online, von der Schule müde, was wird weiter sein? Und es hat doch geklappt. Ich erinnere mich an die Kanufahrt, wir haben Bilder davon gesehen, was da mit Laufe ist. Ich habe mich vor allem noch 2 Wochen später daran erinnert, wegen meinem Sonnenbrand, wo ich gehabt habe. Und ich möchte einfach im Namen der Kirchengemeinden euch ganz herzlich und Ihnen Danke sagen. Zur Vorbereitung dieser Firmung beigetragen haben. Es ist wirklich ein großer, wertvoller Dienst, der hier ja ehrenamtlich erbracht wird. Auch allen, die den Gottesdienst so schön gestaltet haben. Und eins möchte ich jetzt besonders noch hervorheben. Die Band, ich wusste ja schon vom letzten Jahr, dass hier was ganz Besonderes kommt. Es war wirklich wunderbar, die musikalische Gestaltung. Flöte und Horn und der wunderschöne Gesang. Also Ihnen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Es war ein Genuss, die musikalische Gestaltung dieses Gottesdienstes. So wünsche ich euch, den Neugefirmten und Ihnen allen, sowohl jene, die hier in der Kirche sind, aber auch jene, ich vermute, das sind noch deutlich mehr, die am Fernseher jetzt per Livestream den Gottesdienst verfolgt haben. Ich denke, jetzt vereint sich ja wieder in den Familien. Ich vermute mal, dass Sie noch schön miteinander feiern, dass es vielleicht was Leckeres zu essen gibt heute Abend noch. Auf jeden Fall alles Gute weiterhin und heute noch einen schönen Abend.
Tja, bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. So segne und geleite unsere Neugefirmten, ihre Familien und Freunde, alle, die hier zugegen sind, die den Gottesdienst am Fernseher mitverfolgt haben, ja allen Menschen guten Willens, der Treue, der uns liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So gehet hin und bleibet in Gottes Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Wir wollen ja jetzt das gemeinsame Gruppenbild mit allen Firmlingen. Ich bitte, noch einmal nach vorne zu kommen und Aufstellung für das Foto mit dem Firmspender. Nach dem Lied machen nach wir dem Lied. Genau, das hören wir jetzt noch. Platz. Eine Stunde und fünf Minuten gebraucht. Jetzt sind wir bei einer Stunde und 15. Und dennoch für das Equipment, der Hintergrund, muss man natürlich auch vielmals Dank sagen, dass man auch zu Hause das noch mit anschauen durfte. Und für die Bereitschaft nochmal herzlichen Dank dafür, für alle, die mitgemacht haben.